Iris Klein ist so verliebt in ihren neuen Freund Stefan und möchte die Welt an ihrem Glück teilhaben lassen. Tochter Daniela Katzenberger möchte den Neuen aber noch nicht kennenlernen. Daniela Katzenberger will Iris Kleins Freund noch nicht kennenlernen. Sie will sich erst sicher sein, dass er es ernst meint. Iris Klein, 56, ist frisch verliebt. Und nun soll es auch jeder wissen. Das Geheimnis um ihren neuen Freund hat ein Ende. Denn nun hat Iris ihren Stefan offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Jeder soll wissen, wie verliebt die beiden sind, das Paar spricht sogar schon von einer Hochzeit. Nur eine scheint an Iris neuem Glück nicht direkt teilhaben zu wollen, ihre Tochter Daniela Katzenberger. Die Katze will den neuen Partner ihrer Mutter noch nicht kennenlernen, und das aus einem ganz bestimmten Grund. Gegenüber Bild verriet Iris, weshalb ihre Älteste ihrem Stefan gegenüber so verhalten sei. Daniela möchte noch ein bisschen warten. Sie meint, sie will sich erst sicher sein, dass Stefan es ernst mit mir meint. Nicht, dass sie ihn mag, und dann ist er auch schon wieder weg. Weiter erzählte sie, als Stefan und ich nun für eine Woche auf Mallorca waren, habe ich Daniela, Lukas und Sophia ohne ihn getroffen. Stefan hat dafür Verständnis. Iris Klein, Jenny Frankhauser ist begeistert von Stefan, der passt besser zu dir als Peter. Doch obwohl die Blondine mit einem persönlichen Kennenlernen noch warten möchte, gab es bereits ein erstes Aufeinandertreffen zwischen Daniela und Stefan. Per FaceTime sollen die beiden miteinander telefoniert haben. Ein Treffen sei aber bereits geplant, und zwar an einem ganz besonderen Tag. Wir wollen uns alle am 26. Mai bei mir in Worms treffen, meinen Geburtstag feiern. Da wird Daniela Stefan kennenlernen, erklärte Iris ihren Plan. Wer Stefan an diesem Tag nicht zum ersten Mal sehen wird, ist Iris jüngere Tochter Jenny Frankhauser, 31. Die hat den Neuen an Mamas Seite bereits kennengelernt und war hellauf begeistert. Das zumindest erzählte Iris selbst. Jenny sagte nach dem Treffen zu mir: Mama, der passt sogar noch besser zu dir als Peter. Auch Jennys Hunde und ihr Sohn sollen Stefan bereits akzeptiert haben. Mein Enkel lief sofort mit seinem Baggerbuch auf Stefan zu, hielt es ihm hin, krabbelte auf seinen Schoß, fühlte sich wohl. Er wollte, dass Stefan ihm was vorliest. Jenny sagte, das sei der Opa-Test gewesen. Selbst den hat Stefan schon bestanden. Na, bei so viel positiver Resonanz wird auch bestimmt Daniela Katzenberger Gefallen an Stefan finden. Dem ist dies jedenfalls wichtig, wie er erklärte. Mir wurde es noch nie so leicht gemacht, in eine Familie einzutauchen. Das ist so herzlich und liebevoll. Ich habe keine eigenen Kinder, nur zwei Ziehkinder.
Familie ist mir wichtig, ebenso wie Iris.